tous, merci pour votre présence. Conférence de presse d'après match Yverdon Sport Zurich. Directement la parole à monsieur Murat Ural, entraîneur de Zurich, sur son analyse en allemand de cette partie. Ich denke, es war ein sehr intensives Spiel. Es war, wir hatten viele, viele Chancen, die wir leider nicht ganz optimal ausnützen konnten. Wir haben zwei Tore erzielt, ja, aber wir hatten noch einen Penalty und diverse weitere Chancen. Im Vergleich zum letzten Spiel hier waren wir deutlich besser. Wir haben viel Ballbesitz auch gehabt, Chancen kreiert, aber vor dem Tor haben wir zu wenig gemacht heute. Dann bekommen wir drei einfache Tore für mich und so verlieren wir dieses Spiel. Zwei Fragen an Murat Ural. Die erste Elfmeterschütze Okita, war das immer klar oder haben Sie vielleicht sogar gesagt, weil er so lange nicht getroffen hat, hilft ihm das vielleicht? Zweite Frage. Zweite Frage. Nach dem 2-2 erwarten alle, also ich, auch Bledian habe ich jetzt auch mit ihm gesprochen, eigentlich, dass ihr nur noch in der Platzhälfte spielt, aber eigentlich bis zum 3-2 ist das Spiel plötzlich wieder hier. Was ist da passiert aus Ihrer Sicht? Also zum Ersten, wenn ein Schütze sich gut fühlt, dann soll er auch die Verantwortung übernehmen. Kein Vorwurf, dass er den Ball nimmt und dort schießen will. Zum Zweiten, man kann das jetzt so sehen, dass die letzten paar Minuten sie ein, zwei Möglichkeiten hatten. Aber wenn man nüchtern das Ganze analysiert, denke ich, sind wir viel mehr in ihrer Hälfte gewesen und waren viel näher an den Toren, 3, 4. Aber wir haben heute nur 2 gemacht. Ich würde das Spiel über 90 Minuten beurteilen wollen und ich denke, unsere Leistung war sehr gut heute. Klar, das Resultat ist enttäuschend, aber unser Auftritt kann den Jungs betreffend Auftritt, betreffend Dominanz, kann ich ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Ihr wart total dominant. Es ist wirklich nur so dieses direkt nach dem 2-2 gibt es auch genau. So wie eine Delle. Und genau. Dann ist ja das Spiel wieder da drüben. Genau. Wir haben gewusst, die Yverdon hat gute Stürmer, auch das muss man einfach auch sehen. Und sie sind heimstark und defensiv auch gut organisiert. Von dem her gibt es immer wieder solche Möglichkeiten. Aber wir müssen unser Spiel so durchziehen können, dass wir das gar nicht mehr zulassen. Aber es ist einfacher gesagt als getan.